Einen wunderschönen Seid grüßt. Wir sind zurück in GT Sports, wie ihr sehen könnt. Uiuiui, schönes Foto von dem BMW, warum nicht? Und wir machen heute die Kampagne weiter. Da sind wir ja hängen geblieben. Mal gucken. Genau, wir sind noch in der Anfängerliga. So gut war ich noch nicht. Die haben wir schon gemacht. Dann gehen wir jetzt. Ja, die hatten wir schon gemacht, genau. Ich mal gucken hier. Geh mal in den Clio Club. In den Cup. Genau. Rennteilnahme. Wir haben sogar ein Clio. Sehr gut. Und dann geht das los. Ja, wundert euch bitte wieder nicht. Die ganzen Ladebildschirme, also den lasse ich drinne, aber die anderen Ladebildschirme, wenn wir von einem zum nächsten rennen, die nehme ich wieder raus. Und ja. Ansonsten werde ich wieder eine Stunde zocken. Und dann mal gucken, was wir alles schaffen, beziehungsweise was da rumkommt. Ich bin sehr gespannt. Hallo, fahren. Ja, ist doch gut. Platzt doch gleich der Motor. So, wo sind wir überhaupt? Raceway, BB Raceway 2. Ja. Ah, den kenne ich. Da bin ich schon mal gefahren und jämmerlich untergegangen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Und gucken mal, wie es wird. So, ich habe noch mal ein bisschen leise gemacht. Halb gegen die Wand gefahren. So, mal gucken hier, dass wir alle kriegen. Gas, los! Sind übrigens auf weichen Reifen unterwegs. Insgesamt haben wir wieder 6 Runden Zeit. Genau, und hier ist das, was ich gesucht habe. Hier kommt nämlich eine andere Kurve. Also hier so eine kurze Linkskurve. Stop. Das war knapp. Geh weg, ich will hier durch. Hier müssen wir mal in die Eisen. Und weiter geht's. Ja, yeah, schon 10. Oh, ist ja der Wahnsinn. So. Die anderen ist alles natürlich nur KI, das heißt im Anfängerbereich, die wehren sich nicht wirklich. Also ich mache richtig Bock. Mist, ich hab's gerade noch gesagt. Wie ich hier von dem Eisen. Hier hätte ich voll Gas geben. Ich hätte eine vorher bremsen sollen. Hey, hey. Okay, und so in 5. Au. Wir haben so coole Rallye-Streifen drauf, warum hab ich nicht so einen Rallye-Streifen? Was ist hier los? Das ist voll gemein. Ich möchte auch so einen Rallye-Streifen. Das war zu motiviert. Können hier locker durchfahren, aber trotzdem gehen sie vom Eisen. So, come on. Komm ich hier durch? Haha, innen reingebremst. Das war gut. Einmal das Chaos komplett ausgenutzt. Und feuerfrei. Mit dem Clio geht das hier immer noch. Aber wenn man dann hier, was will ich, mit einem Audi R18 hier lang fährt oder ähnlichem, dann ist das wesentlich schlimmer. Weil dann bekommt man die Kurve hier nicht ordentlich. Ich bin die Strecke einmal mal im Multiplayer-Modus gefahren. Und naja, über das Ergebnis lässt sich streiten. Ja, okay. Gut. Noch 2 Runden. Ja, sogar noch eine. Können wir mal eine andere Perspektive wählen hier. Haha! Komm, Clio, gib Gummi! Wird nicht gebremst. Ja, wäre vielleicht doch nicht die schlechteste Idee gewesen. Lichtkurve hier geben, auch geht gar nicht. Aber auch linken können wir. Bisschen Warnblink einmachen. Die Verrückten sind wieder unterwegs, sieht man kaum. Können wir da ausmachen.
Perspektive. Zack. Muss immer mit den Daumen umschalten, und dauert es immer ein bisschen. Weil mein Zeigefinger auf dem Gas ist. Ich will nicht runter vom Gas. Hier können wir uns ein bisschen angucken. Oh, Platz ist ja. Huch. Sorry. ja. So funktioniert es nicht. Aber okay. Ist ja nur die KI. Ist ja nur Anfängerliga. So, den Sieg haben wir. Wir sehen uns gleich im nächsten Rennen. Ich bin sehr gespannt, wo wir starten. So, hier sind wir, wo sind wir hier? Ach, alles klar. Ich habe mich eben schon total gefreut, als ich nur die Flagge gesehen habe. Okay, die Strecke, die ich nicht wirklich gut kann. Deswegen würde ich sagen, Startaufstellung 12 von 12, los geht's. In der Klasse N200. Schauen wir mal. Wir fahren auch spiegelverkehrt. Bremsen. Nicht ganz so weit rausdrückt. So, und weg mit dir. Komm. Los, Gas, Gas. Jetzt. Jetzt haben wir die Bremsen auch schon wieder. Wo sie hier durchziehen könnten. So, den überholen wir innen. Sehr schön. Hier können wir durchziehen. Bremsen. Gut, jetzt weiß ich, warum die gebremst haben. So, hier nehmen wir wieder innen. Sieht auch cool aus hier der Weise. Mit den blauen Felgen und den blauen Steinen sieht nicht schlecht aus. Haha. Schön dran vorbeigekommen. Das ziehen wir durch, ziehen wir durch. Komm. Wird nicht gebremst. Sehr schön. Verdammt. Zu weit rausgekommen. Aber okay, passiert. Muss man ja schön im Weg stehen. Aha. Jetzt muss ich ein bisschen ordentlich fahren, damit ich auch an dem vorbeikomme. Aber das sollte ja nicht die Problematik sein.
So, sehr schön. Damit sind wir Erster. Ja. Voll concentrated. Hier sollte ich nicht so schnell reinfahren. Schön durchgekommen. Ja, wieder eine scharfe Kurve. Und ab ins Ziel. Komm, noch eine Kurve. Dies nehmen wir sie besser. Ich sagte, ich will sie besser nehmen, nicht wieder rausfliegen. Verstehe. Und das war's. Ziel. Yay. 2:36. Ganz schöne. So. Wir sehen uns wieder im nächsten Rennen. Ich glaube, das ist schon das letzte dann gleich. Mal gucken. So, und wir sind auf dem Autodrom Lazio Maggiore Grand Prix 2. Den kennen wir auch schon. Und ich würde sagen, auch hier Gas, Gas, Gas. Auch der ist bekannt. Mal gucken, ob ich jetzt hier spiegelverkehrt bin oder nicht. Ich weiß gar nicht. Ja, wir sind wieder spiegelverkehrt, weil hier kommt man sonst normalerweise runter. Jetzt fahren wir hier mal hoch. Und los geht's. Sollt ihr bremsen? Bremsen? Genau. Wenn ich auf die Eisen gehe, gehen die nicht auf die Eisen. Was soll denn das? So, ich versuch's mal außen lang. Genug Platz hat er gehabt. Und gleich wieder raus.
haben nur zwei Runden Zeit, also wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Man weiß auch nie, wie hier der Rosa fahren. Ja, so kann man das auch machen. Ja. Schub's gar nicht. Ich war jetzt zu voll vom Gas zu gehen. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ich dass es mich so weit rausdrückt. Aber okay, passiert. Ja. Schubsen sie von hinten. Und von der Seite, ja. Was geht denn ab? Und wieder los. Zu früh gebremst. Sag mal, fahr. Denkst du noch, der fährt zum Bäcker auf dem Brötchen. Und zack, innen durch. So muss es gehen. Selber eine Kurve verschätzt. Und damit mir den ersten Platz gegönnt. Finde ich gut. Weiß-blau wieder hier. Oder blau-weiße. Ich hab nicht gebremst. Ich fahre ja sonst auch irgendwie zu wie durch. Schön die Körbs mitgenommen. Das so regelkonform war, ich glaube nicht. So, komm, ab ins Ziel. Sehr fein. So muss es sein. Siege in diesem Rennen ein. Ja, super. Bin ja auch nur einmal gefahren. Okay. Fürs tägliche Auto reicht es noch nicht. Das heißt, irgendeine Strecke muss ich noch fahren. Komm, dann machen wir noch. Ach komm. Fahrschule. Ich habe lange keine Fahrschule mehr gemacht. Weil dann kommt hier die FR-Challenge. Da fahre ich aber nicht mehr mit dem Clio. Das machen wir ein andermal.
Auf die freue ich mich. Die wird garantiert cool. Da können wir ja schon mal reinschauen. Gucken, ob wir sowas sind. Mit dem Ford F-150. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ah, dann kaufen wir den noch schnell. Und dann machen wir davon noch ein Rennen. Das finde ich cool. Die gefiel mir schon, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Dafür müssen wir aber erstmal zu Ford gehen. Und zwar hier. Da ist schon Ford. Sehr gut. Geld haben wir noch. Da ist er. Der SVT Raptor. Ansonsten haben die viele Mustangs. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ganz viele Mustangs. Gut. Den kaufen wir. Gucken wir uns die Slideshow schneller an. In welche Farbe wir den holen. Uiuiuiui. Ding ist ganz schön riesig. Okay, das ist rot, blau oder ein schwarz. Ein schwarz hat er schon was. Aber ein blau, rot ist mir alles ein bisschen grell. Aber rot passt zu dem auch. Wir machen den, glaube ich, in rot. Dann machen wir zumindest noch ein Rennen davon. Genau, zu diesem Fahrzeug wechseln, genau. So. Dann gehen wir nochmal rein in die Kampagne, machen das noch. Gucken wir hier. F-150 Survival. Wir müssen nur im Kreis fahren, also von daher, das sollten wir hinkriegen. Startaufstellung 8. von 10. Uiuiui. Was ist hier los? Bin ich nicht so gut? Warum? Ist das nicht eine Diskriminierung? Sonst muss ich immer als Letztes starten und jetzt nicht. Was ist hier los? Ah, der hat schon was. Sehr bullig. So, dann würde ich sagen, Northern Isles Speedway, los geht's. Fahren jetzt so im Kreis. Machen wir ein kleines NASCAR-Race. Aber der kommt nicht mal so richtig runter aus der Kette. Mehr schafft er nicht. Ah ne, jetzt schafft er mehr. Ne, da wollte ich hin. Relativ gut durchs Feld. Aber wirklich schnell ist der nicht. Die letzte schon wiederholen. Gucken, ob ich da noch eine Überrundung schaffe. Übrigens aus. Hat schon was.
Lautsprecher. Und die Tube geht auf. Muss mal aufpassen, wo ich hinfahre. Mal gucken, wie er von innen aussieht. Sehr viel Plastik. Bordcomputer hat irgendjemand umgestellt. Die Routen müssten langsam durch sein. Jetzt. Da. Just zur Fahren gefahren und welchen Sieg eingefahren. Was für eine Meisterleistung in der Anfängerliga. Ich will mich ja mal nicht loben. So, mal gucken, ob wir jetzt tägliche Ziel erreicht haben. Ist ja, Hammer. Gut. Das heißt, hier gehen wir raus. Als extra kriegen wir gleich noch ein Auto geschenkt. Da gucken wir nochmal, was wir kriegen. Ich bin sehr gespannt. Ja, haben wir jetzt gemacht. Was kommt denn als nächstes? Schon wieder alles das. Ein Colorado Spring. Okay. So, okay. Also, ein bisschen was haben wir hier noch offen. Ein bisschen was können wir hier noch machen. Tägliches Training abgeschlossen. Sehr gut. Ich bin sehr gespannt, was wir bekommen. Den habe ich schon. Den habe ich schon. Och Menno. Ja, es ist der Peugeot RCZ GT-Line geworden. Yay! Freude hält sich in Grenzen. So, gut. Damit mache ich hier einen Cut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ruhig ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir die Kampagne weitermachen oder beziehungsweise wenn wir den Multiplayer weiter ausprobieren. Bis dahin, ich freue mich auf euch. Macht's gut und tschüss. We'll be right back.